Core Gamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni 2. Ich bin Saul. Ich bin Roxanne. Und wir sind dabei, wir sammeln nicht das, was da rechts steht. Die Traumpunkte, wir haben letztes Mal gelernt, dass das böse Aua bei uns werden. Dass das eine dumme Idee ist. Woo! Was ist hier los? Come to do some shopping, eh? Ach genau, wir können uns hier, wir haben ja hier jetzt unseren... Darfur, Alter. Junge! Ist mir direkt komplett besser als alles, was wir da haben. Guck mal, eine neue Piff-Piff-Knarre für dich. What else can I do for you? Nichts, I'll be seeing you again then. Es werden mal irgendwann unsere besten Freunde sein, aber nicht jetzt. Kann ich hier was herstellen? Normal, für den König wäre alles umsonst. Normalerweise schon. Ach du Scheiße, jetzt... Oh, mit Verstärken? Jetzt... Oh, Ausstattung herstellen. Jetzt kann man den ganzen... Oh mein Gott. Rüstung verbessern. Wie viel würde ich dich denn verbessern, hallo? Um 5 oder... Nee. Nee. 36 hat er ja schon. Ich glaube, du musst das auch noch auswählen. Und dann siehst du. Ah, okay. Siehste? Immer um 1. Oh, das ist jetzt ja, ne? Das ist viel. Das ist viel. Ja nun, ich denke mal nachher, das ist halt Optimierungsscheiße, ne? Aber interessant, dass wir das machen können. Chefkoch. Thanks. Was macht der uns Hübsches? Yes. Ja, Nahrungsaufnahme, bla bla bla. Den werden wir jetzt nicht vertonen. Wir sind schon wieder halb müde. Wir haben schon wieder unseren eisernen Vorsatz gebrochen. Ja, ohne Scheiß. Wir müssten einfach um 12 Uhr mittags anfangen. Ja. Damit wir um 18 Uhr anfangen können. Are you ready to order? Das aufzunehmen. Ja. Weil wir brauchen immer 6 Stunden Vorlaufzeit. Yeah, wir können Hefebrötchen machen, Junge. Läuft bei uns. Ja, in der Tat. Take your time. Also, wenn ihr einen Verbesserungsvorschlag hättet, wie wir nicht mehr übermüdet aufnehmen. Sagt es uns bitte. Sagt es uns einfach. Wir machen uns jetzt mal neuen Hefebrötchen. Warum? Warum gibt's das Geld einfach aus dem Fenster wieder raus? Das ist, wir müssen den Koch leveln, Junge. Wir müssen Scheiß tun, der muss sich selber leveln. Wir sind der König, wir haben den Pranger. Ja. Siehst du, jetzt können wir nämlich Hefebrötchen bei ihm kaufen. Zack! Take your time. Oho. Nein, jetzt geht er raus. Take your time. Wenn er noch einmal take your time sagt, ne? Zeige ich ihm die Zeit. Ach guck, hier können wir jetzt auch Waffen... Boah, Alter. Das Spiel wird gerade so gigantisch, ne? Dass man gerade gleich keinen Bock mehr drauf hat. Boah, geil, guck es mal an, ey. Soldatenschwert. Gib ihm böse, Alter. Gott sei Dank haben wir so viel Scheiße eingesammelt. Was, das mache ich sogar. Aha. Ach so. Und das gibt dann auch noch... Boah, nee, wir machen mal kein Silberherz. Wieso nicht? Schwer dich nicht. Ich schmiede dir gerade eine neue Waffe. Jetzt hast du das Soldatenschwert. Ja. Da. Das bist du. Zack. So. Neues Schwertchen für dich und ab geht's. So. Puh. Ist das Tante Martha? Hello there. Martha. Wie auch immer. Ach genau, siehst du, wir mussten die ja noch zuordnen. Die Hexe. Das war's. Ich verinnere mich wieder. Aber gut, haben wir wenigstens ich hab gesehen. Lassen, was du meinst gerade. Wir müssen jetzt erstmal auf unseren Thron. Und dann müssen wir königliche Entscheidungen treffen. Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Ja, oder das. Königskasse. Talente war das, glaube ich. Ich glaube, bei Talente konntest du nur einsehen, Wisse? Einrichtung. Königreich ausbauen. Ist doch hier, Müffiküche. Ja, die genau. Muss doch unser Meff produzieren. Da, Talent zuweisen. Tante Martha, da, Eignung. Zack, so. So, bau uns das beste Meff, was du herstellen kannst. Ja, die anderen will ich jetzt noch nicht zuordnen. Forschen. Ja, ich würde sagen, was bringt denn das?
Totale Gnuffilie, was weiß ich, Alter. Achso, okay. 22 Minuten. What the fuck, Junge? Macht sie die Leute noch süchtiger, als sie jetzt schon sind? Ja. Was kann ich denn hier noch bauen? Platz für die Kaserne. Ja, komm, 200. Ah, wir haben nur 800k. Ja, komm, machen wir. Wir müssen ja Geld ausgeben, um Geld zu verdienen, ne? Oder wie war das? Die Kaserne ist fertig. Talent zuweisen. Wer ist denn geeignet? Niemand. Niemand. Außer Leuten, die wir schon irgendwie zugewiesen haben. Das ist natürlich schlecht. Okay. Das geht aber auch schnell. Hey. Achso, dank den Bemühungen der Bevölkerung haben wir insgesamt 900k eingenommen. Jeder fängt mal klein an, Evan. War nicht schlecht. Es ging aber fix mit den 900, wenn ich überlege. Was haben wir denn noch hier? Kaserne, Atelier, Gnuffi-Küche, Magielabor. Ich habe erst Messlabor geredet, das ist deine Schuld. Ja, zurück zum Thronsaal, gib ihm. So, jetzt haben wir die da zugeordnet. Was dürfen wir jetzt machen? Tagebuch. Ein Land braucht ein Symbol. Gib dich zu Irmas Archiv. Ah, okay, kann man das auswählen? Dann machen wir das doch. Würde ich mal so sporadisch behaupten. Mhm. Haben wir 6 Minuten unserer wertvollen Zeit mit irgendwas anderem verbracht? Mhm. Wo ist denn der Stern? Da unten. Ach du Scheiße, in Goldorado. Mhm. Dann werden wir bestimmt wieder ausgezogen hier. Bis aufs letzte Hemd. Nee, jetzt können wir ja nicht. Jetzt ficken wir zurück. Einer bescheißt uns, wir bescheißen einen anderen. Kreislauf. Was ungefähr. Was sind denn hier die ganzen Ausrufezeichen, bitte? Spiel mit uns, spiel mit uns. Das ist alles Hunde. Das ist nicht immer. Oh, eure Hoheit, ich bin froh, dass es euch gut geht. Hm? Mizerike, was tust du hier? Ja. Ach, im Schloss war ein ganz schönes Chaos, nicht wahr? Ich hatte mich in einem Wagen versteckt und bin hierher geflogen. Es ist spät. So war das also. Schön, dass dir nichts passiert ist. Yes. Zum Glück habe ich hier eine Bleibe gefunden. In anderen Ländern ist vieles nicht vertraut, aber wie überall muss man arbeiten, um über die Runden zu kommen. Natürlich. Oh. Weißt du, ich habe ein neues Königreich errichtet. Wenn du willst, kannst du dort gerne leben. Ach du Scheiße. Huh? Wirklich, ist das wirklich in Ordnung? Aber meine Arbeit. Mizerike war mir eine große Hilfe, aber wenn extra ein König für sie her auftaucht, nicht zu toppen. Wenn du nur deine letzte Aufgabe legen könntest, bevor du gehst, ich hätte dich gebeten, das Bettzeug zu flicken. Erinnerst du dich? Ich habe erst was anderes gelesen. Ach ja, stimmt. Und ausgerechnet jetzt ist mir das Material ausgegangen. Alright. Ich bringe dir, was du brauchst. Thanks. Das Angebot nehme ich gerne an. Ich brauche 4 Ballen lindgrüne Watte, wenn ihr so freundlich wärt. Schon wieder so, geh da hin, beschaff mir das und dann komme ich zu dir. Ja, ja. Holla. Nein, ich will nicht die Ballen, Alter. Ich will das Symbol haben. Aber ich merke schon, das Spiel wird wahrscheinlich, wenn ich so auf die Karte gucke, da wird mir schlecht, Alter. Mhm. Hier sind schon allein 3 Leute, Alter. 4 mit ihr. Das kann was werden. Sollte ich dieses Spiel jemals zu 100% spielen, bin ich des Teufels. Look at this place. Silence in the library. We'll have no rubberneckers here. You need the proper accreditation before I let you touch my bookie-wookies, yes? Erinnert sie mich an Ahmed, den toten Terroristen. Erinnert sie mich an Jabba Hutt? Das auch. Dieses Archiv darf nur betreten, wer einen Archivausweis besitzt. Das ist schlecht. Und einen Ausweis bekommen... Von mir nur die ich für geeignet halte. Interessant.
Na dann, wir hätten gerne eine davon. Wir wollen etwas über die Geschichte der Welt erfahren und würden dazu gerne die hier gelagerten Stiften zu Rate ziehen. Was du nicht sagst. Die Geschichte der Welt mit dem Wissen aus meinem Archiv? Verstehe. Wenigstens kommt ihr mir nicht mit einer dieser lächerlichen Ausreden. Gefällt mir. Bitte, Frau Irma, bitte gewähren Sie uns Zutritt zum Archiv. Musst du als König eigentlich bitten? Irgendwas habe ich als König falsch gemacht. Ich sag's dir. Muss knallhart sein. Ey, Bitch, gib mir deine Stiften oder sonst mach ich dich platt mit meinem Königreich. Das muss ich jetzt sagen. Nicht bitte, bitte. I'm glad you start. I'm bad, motherfucker. I'm bad, motherfucker. Ja, so musst du auftreten. Herrschaftszeiten. Wie viele von euch unverfrorenen Zeitgenossen gibt es denn noch? Obwohl du siehst recht niedlich aus. Das ist dein Problem. Wir müssen den dunklen schwarzen Ritter herbeirufen. Ja, junge Frau, tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber ich stehe auf gleichaltrige Frauen. Tut mir leid. Opfer dich für dein Land. Opfer dich. Wir brauchen diese Stiftrollen. Kein Land ist dieses Opfer wert. Niemals. Na schön. Wenn ihr mir 3 gefallen tut, will ich euch ausnahmsweise die Erlaubnis geben. Denke darüber nach, ihr Lieben. Zwinker, zwinker auf dich. Oh Gott. Steht auf dich. Ich werde hier warten. Sag ich doch, die steht auf dich. Opfer dich einfach. Und danach stellt sich heraus, dass du dich gar nicht opfern gebraucht hättest, weil wir einfach so ins Archiv konnten. Okay. Das ist so eine Karl-Lama-Situation. Habt ihr es euch überlegt, ihr Süßen? Also es gibt da 3 Dinge, die ich unbedingt brauche. Evan, ich brauche dich mal alleine. Was mir gerade auffällt? Sie braucht 3 Dinge. Vor ihr drin stehen 3 Sachen. Nein, töte mich! Töte mich! Bevor es zu spät ist. Und zwar als erstes eine Kaminrose. Eine wunderschöne, tiefrote und äußerst seltene Blume. Wundersamerweise wurde sie vor kurzem in dieser Gegend gesichtet. Aha. What the flip? Kannst du die nicht selber pflücken, ey? Oh, goodness! Auf keinen Fall. Ich bin schließlich die Direktorin dieses Archivs. Ich kann hier nicht weg. Ist klar. Wo können wir diese Blume denn finden? In deinem Arsch. Tief graben, dann findest du sie. Hoch oben auf einer Klippe, etwas nördlich vom Goldorado. Zu Fuß dürften sie schwer zu erreichen sein. Warum sagst du uns das? Ich fürchte, da fehlen uns die Möglichkeiten. Momentchen, da fällt mir auch was ganz Bestimmtes ein. Kennst du vielleicht den Zauberer Glücke? Mit ihm macht man versteckte Wege sichtbar. Damit wird das ein Klacks für euch. Kreiki. Brücke kenne ich nicht. Und was man nicht kennt, kann man auch nicht näher erforschen. Na, ich will mal nicht so sein. Ausnahmsweise werde ich euch jemanden empfehlen, der sich damit auskennt. Dalmatina, die berühmte Ork. Wenn ihr sie als Talent für euer Land gewinnt, kann sie euch helfen, diesen Zauber zu erforschen und zu erlernen. Ach du Scheiße. Aber so eine ehrwürdige Orakula wird sicher nicht so einfach nach Minneapolis übersiedeln, oder? Wenn du dich da mal nicht irrst. König Evan ist schließlich bekannt wie ein bunter Hund, seit er Goldorado gerettet hat. Es gibt viele Leute, die bereit wären, dir in dein Land zu folgen. Junge! Wirklich? Dann lass uns gleich mit Dalmatina reden. Dalmatina, verstehst du? Vergiss aber meine kaminrote Rose nicht. Lasst mich nicht zu lange warten, ihr Lieben. Das sag ich jetzt nicht. Nee, niemals! Guck mal, wie die da vor dir steht. Komm in meinen Mantel. Ich versteck dich da drin. Sie kommt mir so ein bisschen vor wie dieser eine Typ aus der Sesamstraße. Psst, hey du. Wer, ich? Psst. Ja, genau du. Willst du ein Geh kaufen? Ja, es ist genau dieselbe Scheiße, ich schwöre. Was ist hier los? Glitzer, Glitzer. Meins. Naturbelassenes Tuch. Yeah, eine ganze Rolle sogar.
Ich habe auf dich gewartet, Evan. Irma hat mir schon einiges über dich erzählt. Irma ist verflucht schnell. Irma kann Telepathie. Irma ist der Flash. Irma ist der Teufelsch. Was? Du bist Dalmatiner? Das ist kein Dalmatiner. Die sieht aus wie jede andere Promenadenmischung. Ich dachte, als Orakula wärst du bestimmt schon erwachsen. Bist du nicht selbst noch ein Kind? Naja, wenigstens bist du ehrlich. Im Gegensatz zu diesem Land hier, ich habe keine Lust mehr auf Goldorado. Die Mogelwuffel und so waren ein echter Schock für mich. Dabei hatte ich so großen Respekt vor Sixtinus. Muss ich nur vögeln lassen von ihm. Wir machen das Spiel kaputt. Aber er wurde von einer dunklen Magie beeinflusst. Yeah. Das erinnert mich an diese eine Folge von den Simpsons, wo Homer Flanders killt. Das ist nur dein Hosenteufel, den du da hörst. Der flüstert nicht zu mir, der schreit wie ein Irrer. Ja, ich weiß. Trotzdem bin ich seitdem nur noch deprimiert. Tisse, vergewaltigt. Verstehe. Irma wollte dabei helfen, dass du mal auf andere Gedanken kommst. Wie wäre es denn mit einem Tapetenwechsel? In Minneapolis ist genug Platz für junge Talente. Du hast Sixtinus Praetorian ans Licht gebracht. Du scheinst ein ehrlicher und aufrichtiger König zu sein. In deinem Königreich könnte ich sorgenfrei leben. Nun dann... Genau, wenn du 3 Plasma-Skelette besiegst, folge ich dir in dein Königreich. Was jetzt? Wieso das plötzlich? Wir waren uns doch schon einig. Ich will mich nur vergewissern, dass Evan jemand ist, der nicht betrügt und seine Versprechen hält. Unehrlichkeit kann ich nicht verzeihen. Siehst du, alles nur Schlampen. Alle Schlampen in Goldorado. Sie ist ein Wauz. Er ist der Begriff für Schlampe in dem Spiel. Ah, okay. Boah, so. Jetzt müssen wir noch das machen, Alter. Junge, dieses Spiel scheißt uns zu mit Nebenaufgaben. Ne. Nie im Leben. Ja, das wird nie und nie im 100% Run, du sagst es, aber du kennst mich. Das sind wieder so Sachen, wo ich so sage, hey, jetzt reizt mich, mal gucken, wie schwer es ist. Wenn ich mich versehe, bin ich scheiße flug und hab 13 Bucks und dann muss ich wieder neu anfangen. So wie bei Assassin's Creed damals. Ja, schön. Wobei, ich glaube, das hat dich immer noch sehr beeindruckt. Was ist los? Ich hab einen Bug. Was machst du da jetzt? Neu anfangen? Noch am selben Tag. Okay, also hier irgendwo laufen die rum. Meinst du? Ja, sagt mir der Kreis. Der Kreis lügt. Der Kreis ist der Kreis. Der Kreis lügt. Ich will mal zur Truhe wandeln. Geh weg. Plasma-Skelett, Level 19. What the fuck, Junge? Ist ja gut, dass ich dich gerade neu ausgerüstet habe. Irgendwie schon. Das ging fix. So, zählen die jetzt als 2 oder? Tatsächlich, ja. Geil. Hätte ich mich auch verarscht gefühlt jetzt, ne? Ja, aber das sind so Spiele, die verarschen dich da gerne. Die sagen dann, nein, hast du nicht besiegt, Junge. So, Glitzer, Glitzer. Die Truhe nehmen wir natürlich auch nicht. Warte mal eben, ich muss hier, was habe ich da gefunden? Scharfe Nudeln. Ich frag besser gar nicht. So. Ach guck mal, das ist das letzte Plasma. Läuft doch bei uns. Tack, tack. Yeah, ich habe eine Flasche blumiges Weihwasser erhalten. Jetzt geht's los hier. Der ist im Wasser los und du Hund. Der braucht ja ewig, bis der drauf geht. Ein schöner Tag. Ja. Boah, der hat mich einfach mal so über den Haufen gerannt, die Sau. Jetzt bleib doch hier, du Schlumpf. Ich hab's heute wieder voll drauf mit den Beleidigungen. Diese Drecksau ist abgehauen.
Feige, Feige, Feige. Ja, ich hab's erfüllt. Du enttäuscht Orok, was? Ich hab die enttäuschte Orok, ach so. Hab ich erfüllt. Alter, ich weiß jetzt schon, ne, wenn ich das Spiel nachher privat spielen werde, ich werde mich so in dem Spiel verlieren. Ich hoffe, bis dann habe ich Tales of Hysteria durch, ansonsten bin ich tot, Alter. Ne, ich gebe dem Spiel ja eine Chance, ne, aber privat glaube ich nicht, dass ich das zocken würde. Ah, sagst du jetzt. Wer weiß, was noch alles kommt. Wir müssen mal einmal so eine 20-Stunden-Aufnahmesession machen. Dann, ganz bestimmt. Dann läuft es bestimmt. Dann denkst du da, boah, krasseste Spiel von ganzer Welt. Ja, nee, ist klar. Dafür hat mich Batman zu sehr. Ach, was Batman? Batman ist Peanuts, Junge. Was? Ja. Sagt der Mann, der fast 200 Stunden Batman Arkham Knight drin hat. Ja, ist klar, ne? Spring in den Tod. So, junge Dame, wir haben sie wie versprochen erledigt. Echt, wo sind die Beweise? Wir hätten das auch einfach so sagen können. Ja, ich sag ja, wo sind die Beweise? Sie sprachlos. Echt, wir würden nicht lügen. Nein, natürlich nicht. Die Sterne haben vorausgesagt, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Ach so. Ach, so ein ist das. Ach du Scheiße. Du hast deine Ehrlichkeit bewiesen. Ich werde wie versprochen in dein Königreich kommen. Wir hätten ohne Beweise! Das ist toll. Vielen Dank, Dalmatino. Erledigt. Total verhext. Okay. Hoffentlich bügelst du dir, Alter, auch heute Abend. Alter, ich bin eine Katze. Ich bin eine Miez. Und sie ist ein... Du bist ein Transgender. Du weißt gar nicht, welches Geschlecht du hast. Du möchtest Brücke meistern, oder? Der Zauber ist aber nicht einfach und benötigt etwas Vorbereitung. Wie wäre es, wenn du für unsere Magieforschung arbeitest? Wir haben ein großes und gut ausgestattetes Labor. Oh, das sollte kein Problem sein. Mit der richtigen Ausstattung kann ich den Zauber schnell vorbereiten. Haben wir ein Labor? Ja. Schick, gehen wir schnell nach Minneapolis. Ich sehe schon, wie das aussieht. Unter, ja, Königreich ausbauen. Geh mir hier auf den Sack, das kennen wir doch schon. Oh, dann darfst du jetzt alle Nesen lang dich wieder zurück nach... Boah, ja, natürlich. Alter. Oh, Junge. Da geht mir glatt der Schuh verflöten. Plötzlich wird mir klar, warum viele Leute das Spiel aktuell nicht weiterspielen. Im Moment hat das ja irgendwie auf Stream Pause, weil ich kann mir nicht denken, dass die Leute schon durch sind. Die haben das irgendwie 3-4 Tage gezockt oder so. Das war, glaube ich, unser... Nee, das war das Atelier. Wir haben noch kein Labor. Ja, macht nichts, dann brauchen wir das eben fix. Wir haben es doch. Wo können wir denn mal so ein... Nee, es ist... Was kommt da hin? Platz. Ah, Bergbaustation. Ne, die brauchen wir noch nicht. Ist das? Ne, das ist unser. Da ist es doch das Magielabor. Haha! Sag, sie hat die Eignung. Forschen! Alles über Magie, Teil 1, lerne grundlegende Zauber. Jo. Mach mal. 25 Minuten, du hast doch einen Arsch offen. Was mache ich jetzt 25 Minuten hier drin rumkaspern oder was? Ja. Okay, Talent zuweisen. Haben wir denn irgendwen, der noch nicht... Wir haben Penny. Erstmal zu Penny. Komm hier, dann machen wir noch Penny und Shanty da rein. Nachher umzuweisen kann man ja immer noch. Was könnt ihr denn forschen? Ja, ich würde sagen, erstmal gar nichts, ne? Was können wir hier machen? Königskasse erweitern. Was wollt ihr dafür? Ja, 3000 Gold ist gut. Ach, das ist auch noch begrenzt. Ach du Scheiße. Schlossarbeiter? So, da brauchen wir auch mal eben 5000 für. Ja, 100, wir haben 150.000. Was auch immer. Für Gold. Junge, guck mal, was wir hier noch alles bebauen können. Leck mich am Arsch, Junge. Da kommt bestimmt auch noch eine Brücke hin, dann dürfen wir hier auch wieder absichern. Boah, leck mich, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ey. Wie kann man denn Königreich machen, das so scheiße unzugänglich ist, Junge, ehrlich. Ja, überleg mal, die brauchen sich doch nur hier eine Brücke schlagen, können hier rein und dann gibt's erstmal, abhauen sie uns hier erstmal die Kaserne kaputt, die blöden Säcke.
Und der kleine Gartenzaun da hinten wird ja auch das Problem sein. Ja, der kleine Gartenzaun, als ob der die Leute abhält. Jetzt mal ehrlich. Dann haben wir hier noch einen Wald, wo uns irgendwelche Wölfe noch am Sack gehen können. Leck mich am Arsch. Immerhin ist das Schloss umarmt. Ah, super. Der Fluss ist offen. Von zwei Seiten, Junge. Jeder, der gut schwimmen kann und sich von der Strömung leiten lässt, kann hier sich von hocharbeiten und dann geht's ihm, ne? Machen wir gerade Pläne, den König zu stürzen? Das wäre schwierig, aber du bist aber nicht. Ja, das mag ja nichts. Ich kann ja auch, ne? Achso, du kannst dich selber stürzen? Ja, kannst du mal Forschung beschleunigen. Verkürzt dich auf circa 20 Minuten. Ja, super. Junge, beste Typ. Du kannst mich am Arsch lecken, Alter. Schneller quasi. Was soll das denn? Achso. Ah, okay. Materiallager haben wir noch nicht. Ja, ach hier, Miaton haben wir ja auch noch. Das ist der Koch, glaube ich. Warte, haben wir nicht eine. Nein. Ich bin noch nicht fertig. Haben wir nicht noch eine Kochstation gehabt hier irgendwo, so ein Kochding? Müsste ich mal gucken, dass ich noch so eine Kochstation baue, oder? Atelier, Magie, Labor. Kann ich denn irgendwo was Kochmäßiges machen? Ach, Pennys guck mal. Markt. Platz für Pennys Markt. Platz für Dosenfischmarkt. Geil. Platz für gemütlichen Bazar. Was können wir noch bauen? Deli ist sogar hier drin. Leck mich am Arsch, Alter. Delikatz. Ja, das ist für ihn. Ja, stimmt. Delikatz ist für ihn. Was machst du? Kastanie. Ja, nee, ich will das noch nicht bauen, weil. Warum? 200. Ich weiß nicht, ob wir das Geld gleich brauchen. Ich weiß nicht, ob wir den zweiten. 2 Uhr, wir haben 1,3. Hallo. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir den zweiten Scheiß gleich brauchen. Hier, guck mal da. Verstehst du? Nee. Da haben wir sogar. Wenn wir hier bei. Das oberste erforschen wir ja gerade. Wenn wir das aber brauchen, weil da dieser Brückenscheiß-Zauber drin ist, können dann wir brauchen. Ja, nee, noch nicht. Aber wir haben ja hier ein bisschen Kohle. Pass auf, da hier. Zack, 400. Hey. Ja, 400. Das brauchst du auch nicht mehr vorlesen. Nein, ich bin noch nicht fertig. So. Ja, dann kannst du 200 das ausgeben. Hast du ja immer noch genug. Alter, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich nicht andauernd vibriere, um was auszugeben. Ja, dann bauen wir ihm die Delikatz, ne? Das Restaurant Delikatz ist fertig. Ich hoffe für ihn, dass es Döner gibt, ansonsten wird es gleich wieder abgerissen. Zack, hier. Geh kochen, du Stück. Ja, 10.000 läuft bei uns. Dann kannst du demnächst auch noch Ringe. Boah, Alter, das wird so abfuck hier. Was haben wir hier noch? Achso, der Dosenfischdingens. Okay, was ist denn wieder los, ey? Bergarbeiterstation, was haben wir hier noch? Monsterjägercamp, geil. Der Platz für Hofmu. Das Hobbyfeld. Also was darf ich das denn verstehen? Also, ich muss ja nicht alles. Pfadfinder, yes. Wir werden Pfadfinder mit Namen. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Hütte nach aussieht, ob das so einen Conan Exiles Effekt hat. So der erst hier Holz, weißt du, nach riesen Steinmauern. Ich weiß ja noch nicht mal, warum die hier keine Zugbrücke haben. Ja, nur so ein dämliches Holztor. Ich bitte dich. Ein paar Brandpfeile drauf, der ist das auch weg. Wir können 17 Gebäude bauen. Und ich glaube, das bedeutet aktuell, wir haben. Kann es sein, dass wir 8 von. Ja, sag ich doch. 8 von 9 Leuten haben wir zugedanzt. Luftberat, Verkäuferin. Okay. Nein, ich bin noch nicht fertig. Oh, ich hasse es. Ah, 23%. So hier. Madame Smörebröt ist, glaube ich, fertig. Erforscht. Zeige mir. Nuffi, Kunde 1 wurde vollständig erforscht. Okay. Hier, yeah, 93. Nee, das werden wir jetzt nicht in Angriff nehmen. Ach, guck mal, die levelt auch noch mit.
Der Balken unten folgt sie. Boah, Junge, das Spiel wird gerade unglaublich kompliziert für mich. Ich komme ja schon vor wie bei Fable 3, Alter. Jede Menge Häuser bauen und so ein Blödsinn. Naja, gut. Wir gehen zurück in den Thronsaal. Ja, zurück zum Thronsaal. Und dann sagen wir an dieser Stelle see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Ni no Kuni 2. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.